dann mal auf. Eigentlich in die Taverne, aber wir müssen wahrscheinlich noch ein wenig Zeit totschlagen. Also ich versuche einfach mal so, ohne die Karte ein wenig die Stadt zu erforschen. Auch wenn es ja nicht mehr viel zu erforschen gibt. Aber vielleicht finden wir irgendeine andere Taverne, die ein wenig früher aufmacht. So, hier haben wir das Südtor. Da müsste doch eigentlich eine Taverne in der Nähe sein. So direkt neben dem Stadttor vielleicht. Nee. Komisch. Sowas bietet sich eigentlich immer an für einen Tavernenplatz. Aber gut. Gehen wir mal hier rechts rum. Ne, überall nur Privathäuser. Oh, was Neues. Eine alte Frau kommt aufgeregt auf Gwende zu gelaufen. Dir droht großes Unheil, ich fühle es genau. Aber ich kann dich davor beschützen. Für 10 Dukaten bekommst du ein Amulett von mir, das dich vor übler Zauberei beschützt. Wollte der alten Frau ein Amulett abkaufen? Das ist bestimmt ein Scharlatan. Und wir haben keine 10 Dukaten über. Also nein. Wie ihr wollt, aber ich habe euch gewarnt. Ideal wäre jetzt noch, wenn irgendwelche Schläger auftauchen, die nichts mit der Frau eben zu tun hatten und uns angreifen. Das wird die Masche noch perfekt machen. Mal gucken. So, da war eine Händlerin. Hier ist der Dreierhäuserblock. Und der Taverne, die immer noch nicht aufhört, weil es 2 Stunden zu früh ist. Aber ja, anscheinend gibt es doch noch Zufallsereignisse, die wir nicht kennen. Es wäre ja sonst auch ein wenig schade gewesen. Ich meine, so ein Zufallsereignis dürfte nicht allzu schwer sein zu programmieren. Ist ja nur ein wenig Text und ein Trigger, also ein Auslöser für das Ganze. Hier war ein Heiler. Ja, wir haben gar nicht erst versucht, zu einem Heiler zu gehen. Aber das geht auch, glaube ich, nicht rein vom RP her, dass ein Heiler uns wiederbelebt. Das können echt nur die Götter. So, wir sind beim Nordtor und da ist passenderweise auch eine Herberge oder Taverne. Das ist nur eine Herberge. Schade. Na gut, dann machen wir das anders. Wir schlafen jetzt einfach in einem Einzelzimmer für eine Nacht ohne Meditation vorher. Charisma sinkt um 1 Punkt. Schade. Das war der Segen von der Göttin. Aber wir können immer noch besser tanzen und betören. So, jetzt müsste aber genug Zeit vergangen sein, damit der Schmied unsere Waffe fertig hat. Das heißt, wir laufen erstmal um die Mitte der Stadt. Und dann versuche ich mich mal zu orientieren. Was wahrscheinlich in die Hose gehen wird. War das eine Häuserreihe niedriger? Ja, gut, dass Tirik so gut Karten zeichnen kann. Hier ist die Waffenhändlerin. Irgendwie laufe ich unbewusst immer wieder zur Waffenhändlerin. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Naja, eigentlich doch, aber lass mal das. Ich glaube, Herberge. Na gut. Ich wollte es probieren, aber ich habe eindeutig versagt. Der Schmied war weiter oben. Na, okay. Also, Osten. Links rum, rechts rum und da ist der Schmied. Wir hätten gern unsere Waffe wieder. Bitteschön. Oh, die Pfeile müssen wir noch verteilen. So, so viele wie gehen dahin und der Rest dahin. Rest ist Inventar. Sie ist nicht überladen, aber ganz kurz davor. Sie ist auch nicht so gut, was das angeht. Tauschen wir mal ganz kurz. Wer hat noch viel Platz? Tirik. So. Du. Alle Pfeile dahin. Reicht immer noch nicht. Gut, Tirik, darfst du noch ein paar Pfeile halten? So. Und wo ist ihr Rapier geblieben? Der Rapier ist da. Falscher Slot. Da. So, das war Waffe Nummer 1. Jetzt würden wir gerne reparieren. Jallen. Den Bogen. Wenn entfeilscht, 6 Stunden wiederkommen. Das werde ich jetzt mal ganz kurz im Zeitraffer machen.
weil ich habe nicht so wirklich Lust, ein, zwei Folgen immer nur von Schmied zu laufen. Das heißt, es gibt jetzt einen kleinen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn alle Waffen repariert sind. Also bis gleich. So, ein, zwei Tage später sind jetzt alle Waffen endlich repariert worden. Das heißt, wir müssen ganz kurz mal überprüfen, ob jeder seine Waffe hat. Nee, sieht schon mal nicht so aus. Du nimmst bitte den Bogen in die Hand. Du nimmst den anderen Bogen, wenn du dann noch Platz hast. Ja, auch wenn es knapp ist. So, Bogen, Bogen. Die Sichel von Jallen fehlt noch. Die hat Gerugan. Oh, das ist sehr knapp gewesen. Aber ja, alle haben ihre Waffen in der Hand. Wir haben nicht allzu viele Ersatzwaffen. Und noch ein paar extra Sachen. Aber ja, wir können jetzt weiterziehen. Wir haben Waffen gekauft, also die Pfeile. Unsere Waffen repariert. Wir haben Kleinkram verkauft. Ich würde eigentlich ganz gerne zurück in den Fex-Tempel. Die Sache ist nur die, wir waren gerade erst drin. Und es wäre doch ein wenig verdächtig, wenn wir jetzt da wieder einbrechen würden. Vielleicht sollten wir uns erst im Süden ein wenig nach den Salamanderstein umschauen. Das wird eh wahrscheinlich eine langfristige Angelegenheit. Also wir könnten uns da ein wenig umgucken und umhören nach Gerüchten und dann irgendwann hierher wieder zurückkommen und in den Fexenstempel da reingucken. Gut, was könnten wir noch machen? Beim Mischwarenhändler waren wir, beim Waffenhändler waren wir, beim Schmied waren wir. Heiler brauchen wir nicht. Kräuterhändler. Ich hätte schon ganz gerne wieder ein paar Zaubertränke. Aber ich glaube, hier gab es gar keinen Kräuterhändler. Doch da unten. Ganz im Südwesten. Und dann kratzen wir unsere letzten Dukaten zusammen und kaufen dann ein, zwei Zaubertränke. Weil ohne die Zaubertränke kommen wir nicht weit, wie wir festgestellt haben. Auch wenn ich allgemein ein wenig meine Zauber mal ein wenig umgestalten sollte. Also die Kampfzauber sind wirklich viel zu teuer. So, hallo. Wir würden gerne kaufen. Wir haben 42 Dukaten. Das ist nicht viel. Starker Zaubertrank 52 Dukaten. Dann werden wir wohl früher verkaufen müssen. Was haben wir denn so an schönen Kräutern, die wir verkaufen können? Wirselkräuter? Nein. Gegengifte? Nein. Gerugon? Jede Menge starke Heiltränke. Ich glaube, ich verkaufe davon mal zwei. Weil im Kampf benutzen wir die sehr, sehr, sehr selten. Eigentlich nie. Und wenn wir im Kampf verletzt werden, könnten wir auch von Jallung und Mürrum geheilt werden. Haben wir noch mehr davon? Wunderkur, Wunderkur, starker Heiltrank. Gegengift, Gegengift. Ja, okay, wir verkaufen einen starken Heiltrank. Wir verkaufen 44 Einbeeren. Das sind schon mal 32 Dukaten, sehr schön. Den Krötenschemel können wir verkaufen. Den Rest nicht. Nee. Tanelen. Tanelen verkaufen wir auch nochmal 13 Stück. So, macht nicht viel, aber wenigstens ein wenig. Gegengift und starker... Warum hat Mürrum einen starken Zaubertrank? Ha. Den muss ich auf jeden Fall gleich mal Talana geben. So, feilschen. Komm schon, Gwendolyn. 24%, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt genug für einen starken und einen schwachen. Ja, 65 Dukaten. Und die 30 oder 33, die noch über sind dann, die sollten wir auch behalten. Denn man sollte immer ein wenig Kleingeld dabei haben. Wir wissen ja, wie teuer die Fährmänner hier sind. Also, Falschen, Gwendolyn. 12%. Oh, ist okay. So, den Zaubertrank, den kannst du mal Jallen geben. Den starken Zaubertrank von Mürrum kriegen wir Talana. Und den anderen starken Zaubertrank geben wir auch Talana. So, bei weitem nicht so gut ausgerüstet, wie wir gerne hätten. Aber wir können mal ganz kurz Taschendiebstahl machen. Gwendolyn, Taschendieb. 7 Dukaten, sehr schön. So, und jetzt machen wir uns auf Richtung Südtor. Und schauen uns einfach mal im Süden weiter um. Da kennen wir uns ja noch gar nicht aus. Wir würden gerne eine Route planen. Nach Süden. Ja, weiter fortsetzen, nach Südosten, in das kleine Dörfchen da, weiter planen, ja,
nach Südwesten. Eine neue Strecke erkunden. Das klingt doch sehr gut. Und unterwegs können wir jetzt auch noch Kräuter sammeln. Dann kriegen wir so auch ein paar Dukaten zusammen. Und ich wollte mal wieder überprüfen, ob wir hier alle Sachen richtig eingestellt haben. Also Gwendon hält Wache, Gerungen hält Wache, Tirik hält Wache. Mürrim läuft erstmal vor. Mürrim jagt. Und Yallen geht 4 Stunden auf Suche. So, 2 Tanegeln, 2 Krötenschemel. Sehr gut. Und das machen wir jetzt bitte jede Nacht so. Kein Zwischenfall, sehr gut. Wir füllen unsere Wasserflaschen. Hier war auch irgendwo der rote Punkt, den wir ewig lange gesucht haben. Genau der da. Da wollen wir aber weiter marschieren. Und machen das gleiche wie letzte Nacht. Keine Kräuter, ne? Oh, was ist denn los? Ich glaube, ich habe etwas gehört. Und anscheinend hat er sie erst wirklich was gehört. Ach, Schröter. Nee, komm. Computerkampf, Kampf berechnen, keine Magie. Ja, absolut kein Problem. Aber ja, der Computerkampf, also die Kampfberechnung, die hätte ich wahrscheinlich lassen sollen letztes Mal. Also wo Yallen gestorben ist. Sollte ich echt nur anwenden bei leichten Gegnern wie diese Schröter eben gerade. Und auch Patrouillen von den Orks und Goblins. Naja, genau, Ork-Patrouille. Genau euch meine ich. Computerkampf, Kampf berechnen, keine Magie. Oh, aber sie haben Mürrim und Talana doch recht gut erwischt. Aber das ist es mir wert. Dadurch sparen wir mal eben 10 Minuten Zeit. Und 3 Säbel, das ist sehr schön. 1 Dukate. Und wir würden gerne kurz mal unsere Helden anschauen. Und Mürrim 1 Kraut geben. Und Talana 1 Kraut geben. So, nicht, dass sie unterwegs irgendwie umkippen. Das muss ja nicht sein. So. Und wir suchen mal einen Lagerplatz. Alte Option. Jo. Immer noch keine Kräuter. Aber wenigstens regenerieren wir gut. Und wir können die Furt durchqueren. Ja, das machen wir doch mal. Mürrim wird nass. Das ist nicht gut. Girigon wird auch nass. Tirik wird nass. Yallen wird nass. Gwendolyn wird nass. Und Talana wird nass. Wir sind alle pitch nass. Das ist nicht gut. Wir gehen mal sofort in die Herberge. Damit wir nicht krank werden. Ist irgendjemand schon krank geworden? Nein. Okay. Dann nehmen wir uns jetzt ein teures Zimmer. Eine Suite für eine Nacht. Und hätten gerne ein paar extra Decken und Handtücher. Ja, wirklich schlafen. Keine Nachrichten von einem dicken Kopf oder ähnlichem Unwohlsein, das ist schon mal sehr gut. Ja, mit dem Wasser bin ich jetzt extrem vorsichtig nach der einen Aktion mit der blauen Kreiche. Wir würden gerne zu Fuß unseren Weg fortsetzen. Füllen unsere Wasserflaschen auf, okay. Und wir marschieren mal ein wenig weiter. So. Routenplanung. Wir sollten eigentlich mal in Richtung der Berge gehen. Denn so eine Binge wird nicht am Straßenrand liegen. Aber hier gibt es keine Option. Also reisen wir erstmal weiter nach Süden und halten dann die Augen offen nach Wegen nach Westen. Aber erstmal speichern wir. Neu. Ja. LP 028. Und wir sehen uns gleich wieder.